Der Vorsorge-Sonntag, zweiter Teil. Es soll ja jetzt hauptsächlich mal darum gehen, wie kann ich Vorsorge machen für mich, für meine Lebensmittel, für die Familie, egal. Da möchte ich eben immer ein paar Tipps. Ich habe jetzt zum Beispiel, das ist ja da, letzte Woche Brot im Glas, ne? Findet ihr im Video. Da eine Playlist jetzt erstellt, wo ich alles neidu. Und dann habe ich mir gedacht, weil mir so Linsen über den Weg gelaufen sind. Und die Wochen habe ich Lasagne gemacht mit Erbsen. Habe ich hier. Da gibt es einiges dazu. Linsen ist ja bei vielen Leuten nicht unbedingt beliebt, weil sie da immer an den Linseneintopf, den süß-sauren von der Oma denken. Muss nicht sein, kann man machen. Ich mag es eigentlich ganz gern. Oder also Linsensuppen, immer ein wenig mit Kartoffeln drin und so. Aber es muss nicht sein. Ich habe jetzt da zum Beispiel Reis mit Hähnchen und Linsen. Schmeckt super, finde ich. Was allesamt den Vorteil hat, man kann es ohne Zufuhr von Energie sehr lange haltbar machen. Oder es ist sehr lange haltbar. Einfach da in ein Glas. Muss nicht jetzt unbedingt der Deckel, da kommen Sie mal ein wenig drauf vor, muss man aufpassen, dass nicht Feuchtigkeit sieht und schimmelt. Es kann man auch durchaus einfach ein Tuch drüber, Gummi rum, kühl und trocken lagern. Also jetzt nicht unbedingt auf dem Heizkörper, aber dann passt es schon. Und es ist passiert. Und ihr könnt euch das im Zweifel auch selber vermehren. Die da zum Beispiel, die darf ich ja nicht verkochen, sonst kriege ich Ärger mit meiner Frau. Das sind sogenannte Feuerbohnen. Oder als Prunkbohnen werden die auch verkauft. Die sind jetzt die Ernte vom letzten Jahr, ein Teil. Steckt man einfach im Boden. Sind Kletterbohnen. Am Gartenzaun zum Beispiel ranken die dann hoch. Blühen recht schön. Was die alle machen eigentlich. Und dann, wenn sie reif sind, die Schoten trocknen lassen. Also am Stock trocknen lassen. Wenn sie trocken sind, ernten. In ein Glas, in eine Schüssel. Ich kann ja nicht, ob ihr wollt. Fertig. Und es hält mehrere Jahre. Es verliert zwar irgendwann einmal die Keimfähigkeit, aber das tut dem Nährwert ja keinen Abbruch. Also es gibt jetzt da eben verschiedene Bohnen. Das ist eigentlich die allereinfachste Pflanze mit dafür im Garten. Meistens in Kletterbohnenversion. Geht natürlich auch in Buschbohnen, die gibt es auch. Oder die Saubohnen sozusagen, die dicken Bohnen. Die steckt man schon im März sehr früh, wenn dann irgendwo so hoch, wie auch Erbsen oder Linsen, Kichererbsen, wobei Kichererbsen gehen bei uns nicht unbedingt, das ist zu kalt. Aber alles andere geht durchaus auch bei uns im Garten. Es sind alles Leguminosen, das heißt Stickstoffsammler. Das bedeutet, an die Wurzeln bilden die so Knöllchen und da sind Bakterien, die Stickstoff sammeln. Die geben den nicht am Boden ab, aber wenn ich das nicht rausreiße, sauber abschüttel und auf die Kompostierung drauf, sondern einfach mit umgrab, habe ich den Stickstoff, den nötigen Nährstoff im Boden. Das heißt, ihr könnt damit auch ein wenig den Boden düngen sozusagen, aber erst fürs nächste Jahr, muss man dazu sagen. Geht, könnt damit alles ganz einfach machen. Ich meine, bei sowas braucht er einen Zaun, ein Ranggerüst, irgendwas. Aber das da, die werden so hoch, sollte man auch wegen Halt, aber ihr braucht jetzt da nicht wahnsinnige Gestelle. Linsen haben vor allem auch den Vorteil, sie haben viel Ballaststoffe, also sie sind insgesamt gesundheitsfördernd. Ballaststoffe, das heißt, wenn ihr die esst, bleibt ihr länger satt. Ihr habt nicht nach einer halben Stunde wieder Hunger, sondern das hält auch.
haben ja logischerweise wenig Fett. Aber es ist für die Ernährung in jedem Fall positiv. Und zwar von oben bis in den Darm. Auch wird dazu geschrieben für Blutdruck und. Also ihr macht damit auf jeden Fall auch nichts verkehrt. Bei Bohnen gibt es dann eben verschiedene Varianten. Weil jeder selber kennt, oder Prunkbohnen. Kommt aber nur ein Video so mit Chili, wie man das machen kann. Das machen wir dann auch am Feuer, im wie heißt das, Dutch Oven, mit solche getrocknete Bohnen. Dann Linsen gibt es verschiedene, das sind jetzt rote, das sind die sogenannten Beluga-Linsen, die schwarzen. Dann gibt es Berglinsen, das sind so braune, also da gibt es eine ganze Version. Tellerlinsen, das sind so gelbe, die haben alle ein wenig eine unterschiedliche Kochzeit. Das findet ihr dann, wenn ihr dazu kommt, unten auf meinem Blog. Also da einfach immer wieder mal hinschauen, ihr könnt es ja abonnieren, dann kriegt ihr einfach eine Nachricht, wenn was Neues auf dem Blog kommt. Also ich verschicke keine Werbemails oder so, da kommt dann automatisch, wenn ihr das, geht über WordPress, wenn ihr das abonniert, kriegt ihr eine Nachricht, ein neuer Beitrag. Klickt da drauf, ist recht, klickt da nicht drauf, ist auch recht. Vom Kochen her ist es ganz einfach, zeige ich euch jetzt. Wir machen jetzt da eben Reis mit Linsen. Um den Reis kümmere ich mich in einem anderen Video auch nochmal. Weil das ist auch ein ausgiebiges Thema, sonst rede ich jetzt da dreiviertel Stunde über Reis und Linsen. Da sagt ihr, ja, schalt ab und habt nichts gesehen. Ja, soweit, dann lass es uns kochen. Dann fangen wir doch einmal an. Fangen wir einfach so an, wie es am längsten dauert. Das wären die Erbsen. Geben wir jetzt da einfach ein paar in den Topf. Wasser drauf und die auf den Herd stellen und die brauchen jetzt irgendwo was bei die 40, 45 Minuten. Deswegen zuerst draufstellen, kann das schon mal loskochen. Dann das nächste sind die Linsen. Ich habe jetzt da einmal Beluga-Linsen, das sind die schwarzen. Und Berglinsen, das sind so braune. Die deswegen, weil die die gleiche Kochzeit haben, die geben wir nicht übermäßig viel, ne? Vorhin gesagt, sie haben einen Haufen Ballaststoffe und dann ungefähr die dreifache Menge an Wasser. Wobei das beim Wasser da nicht die große Rolle spielt und genauso aufkochen lassen. Jetzt wird es dann ein wenig diffiziler, jetzt kommen wir nämlich zum Reis. Ich habe jetzt da so einen Klebereis, also den richtigen, das ist so, aber beim Asiaten, der ist so schön zusammenpappt, ne? Weil Reis rieselt nicht. Und da nehmen wir die doppelte Menge an Wasser. Also ein Gefäß, ein Teil Reis, zwei Teile Wasser. Auf dem Herd stellen. Und da ein Deckel drauf, das lässt man jetzt aufkochen und dann zurückschalten, das andere genauso. Das braucht nicht kochen wie so ein Wäsch, das soll schön köcheln. Und aufpassen dabei, alles nicht salzen vorher. Ihr könnt es vorher nicht abschmecken. Wenn ihr das jetzt recht salzt, kann es passen, kann aber auch total versalzen sein. Salzen immer hinterher, weil es nützt ja nichts, wenn ihr jetzt da Salz drauf gibt und dann ist es hinterher, jetzt kocht ja, verkocht ja alles total versalzen, da habt ihr auch nichts gewonnen. Die Linsen brauchen jetzt ungefähr 30 Minuten. Der Reis braucht ungefähr 20 Minuten, das sieht man beim Reis, aber wenn das Wasser ziemlich weg ist. Und dann einfach mal probieren. Also das heißt, erst wird der Reis fertig sein, dann die Linsen, dann die Erbsen. Und dann sehen wir uns wieder. So, es wäre dann soweit. Ich habe das jetzt absichtlich nicht drüber gefilmt, weil durch den Dampf beschlechter an die Kamera habt ihr auch nichts davor. Ne?
Also den Reis nochmal aufkochen lassen, runterschalten. Es ist die Quellreismethode. Also das heißt, das lässt man so langsam vor sich hin quellen. Wir drehen jetzt mal aus dem Topf raus. Sieht da, wie das klebt. Dann haben wir da unsere Linsen. Und unsere Erbsen, die habe ich schon durch ein Sieb, weil das war wegen zu viel Wasser. Das mischen wir jetzt einfach mal alles. Und jetzt kommt der Moment vom Würzen. Dann habe ich immer noch Petersilie, auch getrocknet. Und als Geschmacksverstärker sozusagen kann man immer ein wenig Liebstöckel dazu nehmen. Liebstöckel oder Maggikraut. Ihr müsst das natürlich jetzt nicht mischen, man kann das auch schön separat auf den Teller geben. Ne? Aber ich wollte jetzt einfach mal so als, ich habe dann da nur so ein wenig so Sojasauce. Die kommt da eigentlich immer recht gut dazu. Und das war die ganze Kunst schon. Letztendlich in einer Dreiviertelstunde habt ihr was zu essen, was ja völlig energiefrei aufgehoben werden kann und was viel Ballaststoffe hat, also es macht satt für längere Zeit. Da geht es ja drum bei der Notfallversorgung. Das ist jetzt ja in vegetarisch und ich werde jetzt ja nur das Hühnchen dazu ausbeinen, aber das kommt dann erst im nächsten Video, weil sonst wäre das ganze Spiel jetzt da zu lang. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.